Ich rufe auf die Punkte 69a bis 69d und 21 zur gemeinsamen Beratung. Hierbei handelt es sich um die folgenden Vorlagen zum Kinderschutz. Punkt 69a, Gesetzentwurf zum Kinderschutz im Strafrecht, Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen. Es folgen die Anträge des Landes Baden-Württemberg. Punkt 69b, Gesetzentwurf zum Kinderschutz im Familienverfahrensrecht. Und Punkt 69c, Gesetzentwurf zur Führungsaufsicht. Punkt 69d, Entschließung zur Evaluierung von Kinderschutzverfahren sowie der Antrag des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Punkt 21, Entschließung zur Bekämpfung sexueller Gewalt an Kindern. Es liegen Wortmeldungen vor. Als Erster bekommt das Wort Herr Minister Dr. Stamp aus Nordrhein-Westfalen. Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, die grauenhaften Missbrauchsfälle von Lüchte, Bergisch Gladbach und Münster in den letzten Wochen und Monaten haben offengelegt, dass sexueller Missbrauch von Kindern ebenso wie der Besitz und die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen keine Randphänomene sind. Nordrhein-Westfalen will Kinder gerade auch vor diesem Hintergrund besser schützen und den Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern deutlich verschärfen. Kernstück des seitens Nordrhein-Westfalens heute eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum besseren Schutz von Kindern und Schutz oder wehrlosen Personen im Sexualstrafrecht ist dabei eine Strafverschärfung bei sexuellem Missbrauch von Kindern und somit die Hochstufung dieser Straftatbestände von einem Vergehen zu einem Verbrechen. Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist niemals nur ein Vergehen, sondern immer ein abscheuliches Verbrechen. Mit der Bundesratsinitiative möchten wir klarstellen, dass Straftaten, die den sexuellen Missbrauch von Kindern betreffen, dementsprechend immer als Verbrechen geahndet werden müssen. Es darf auch grundsätzlich keine Bewährungsstrafe geben, wenn sich jemand an der Vergewaltigung von Kindern beteiligt. Die Opfer sind oftmals für ihr gesamtes Leben traumatisiert. Oftmals ist das gesamte Leben von klein auf zerstört. Deshalb muss auch der Besitz und die Verbreitung von Darstellungen des Missbrauchs von Kindern härter bestraft werden. Und unser Gesetzesantrag agiert dabei rechtsstaatlich außerordentlich reflektiert, meine Damen und Herren. Er folgt nicht pauschal nach dem Gießkannenprinzip, dem häufig reflexhaften Ruf nach Strafverschärfung. Er sieht vielmehr für vorgenommene Strafrahmenanpassungen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechende Korrektive vor, um sämtliche Fälle auch angemessen behandeln zu können. Die aktuellen zunehmenden Fahndungserfolge, meine Damen und Herren, zeigen uns ganz deutlich, sexuelle Gewalt gegen Kinder sowie der Besitz und die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen, von denen selbst Säuglinge betroffen sind, sind keine Einzelfälle. Und wir alle, die wir hier versammelt sind, Politik, aber auch Justiz und auch die ganze Gesellschaft, sind deshalb umso mehr gemeinsam in der Verantwortung, die Schwächsten unserer Gesellschaft, so gut es geht, wirksam zu schützen. Dabei braucht es unbedingt größerer Anstrengungen der Prävention. Hier sind wir alle gefordert in den Ländern, im Bund. Es braucht aber eben auch ein Signal im Strafrecht. Und darauf zielen wir mit unserem Gesetzentwurf ab. Es ist kein Schnellschuss. Wir haben bereits nach Lüchte über mehrere Monate hinweg diesen Gesetzentwurf erarbeitet. Und ich möchte auch noch mal deutlich betonen, meine Damen und Herren, dass ich der festen Überzeugung bin, dass dieses Thema nicht für parteipolitische Geländegewinne taugt, sondern dass wir hier gemeinsam überlegen müssen, wie wir Kinder besser schützen können. Und deswegen, wenn wir heute diesen Gesetzentwurf vorlegen,
dann ist das eine ausdrückliche Einladung, um Länder- und auch parteiübergreifend hier die notwendigen Konsequenzen zu ziehen für den Schutz der Verletzlichsten in unserer Gesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Stamp. Jetzt hat das Wort Frau Ministerin Drese aus Mecklenburg-Vorpommern. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der furchtbare, schwere sexuelle Missbrauch unter anderem in Münster hat erneut mit aller Brutalität auf eine kaum auszuhaltende Art und Weise deutlich gemacht, wir müssen alles tun, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Der Kinderschutz muss auf allen Ebenen und in allen Bereichen unserer Gesellschaft verbessert werden. Die Täter, und dazu gehören auch die Mitwisser und Konsumenten, müssen mit allen Möglichkeiten des Rechtsstaates konsequent verfolgt und bestraft werden. Erlauben Sie mir, bevor ich zwangsläufig zur Begründung unseres Entschließungsantrags zu den Tätern ausführe, die Opfer der abscheulichen sexuellen Gewalttaten, die in den letzten Wochen und Monaten aufgedeckt wurden, voranzustellen. Diesen Kindern wurde unendliches Leid angetan. Ich empfinde neben einer unendlichen Wut tiefe Scham und Trauer, und ich bekenne, ich habe auch ein Gefühl des Versagens. Wenn Kindern unvorstellbar Grausames angetan wird, mitten unter uns, in Großstädten, in Gartenlauben, auf Campingplätzen, im häuslichen Umfeld, dann ist jeder einzelne sexuelle Missbrauch ein Versagen der Gesellschaft, ein Versagen von Menschlichkeit, ein Versagen unserer aller Aufgabe, die Schwächsten zu schützen. Das Mindeste, was wir für die Opfer tun können, ist, ihnen alle Hilfe zukommen zu lassen und aus diesem Versagen die richtigen Lehren zu ziehen. Den Kinder- und Opferschutz zu verbessern und sexualisierte Gewalt gegen Kinder mit aller Entschlossenheit zu bekämpfen. Dazu gehören eine effektive Strafverfolgung und auch härtere Strafen. Vor allem eines muss klar sein: Jede Form von sexualisierter Gewalt gegen Kinder ist ein Verbrechen. Jede. Deshalb brauchen wir eine Erhöhung der Mindeststrafe auf ein Jahr. Aber auch darüber hinaus müssen die gesetzgeberischen Bestrebungen zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie intensiviert werden. Der Strafrahmen für Straftaten bei sexueller Gewalt gegen Kinder und bei Verbreitung, Erwerb und Besitz von kinderpornografischen Schriften muss deshalb im Strafgesetzbuch weiter angehoben werden. Sowohl die Innenministerkonferenz als auch die Konferenz der Jugend- und Familienminister haben einstimmig die Bundesregierung aufgefordert, tätig zu werden. Beide Fachkonferenzen sprechen sich dafür aus, die strafrechtliche Sanktionierung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche weiter zu verbessern. Ich bin dem Bundesjustizministerium, der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, dankbar dafür, dass sie an einem Gesetzentwurf arbeitet. Entsprechende Grundzüge zum Schutz von Kindern durch schärfere Strafen, effektivere Strafverfolgung sowie Prävention und Qualifizierung der Justiz hat sie am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir möchten mit unserer Initiative diesen wichtigen Prozess unterstützen und befördern. Jeder einzelne Täter muss in aller Konsequenz verfolgt und bestraft werden. Nur gemeinsam, koordiniert und entschlossen bekämpfen wir die systematisch organisierten Gräueltaten wirkungsvoll und verhindern damit unermessliches Leid. Klar ist, das ist mir als Kinder-, Jugend- und Sozialministerin ein sehr wichtiges Anliegen. Ein schärferes Strafrecht ist nur ein Baustein zur Verbesserung der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Deshalb betone ich auch an dieser Stelle ausdrücklich, die präventiven Maßnahmen auf allen Ebenen zum Schutz von sexuellem Missbrauch von Kindern müssen ebenfalls verstärkt werden. Guter Kinderschutz geht alle an. Kitas, Schulen, Gerichte, Krankenhäuser, Arztpraxen, Ermittlungsbehörden und weitere öffentliche Institutionen, Vereine und natürlich insbesondere die Jugendämter. Sie alle müssen sich als Schutzorte verstehen und Anwälte für die Kinder sein. Kinderschutz muss oberste Priorität haben. Und wir brauchen gesamtgesellschaftlich eine größere Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Kinderschutz.
Wir alle müssen genau hinschauen, nie wegschauen. Dabei muss der Blick auch ins familiäre Umfeld gerichtet werden, denn 3/4 aller Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder finden innerhalb der Familie oder Verwandtschaft statt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich bitte um Überweisung unseres Entschließungsantrags, damit wir ihn gemeinsam mit den vorgestellten Eckpunkten auch aus dem Bundesjustizministerium in den Ausschüssen beraten können. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Drese. Das Wort hat jetzt der parlamentarische Staatssekretär Lange aus dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dem Bundesrat liegt heute ein Entschließungsantrag, wir hörten es gerade, des Landes Mecklenburg-Vorpommern vor. Er verfolgt das Ziel, den strafrechtlichen Schutz vor sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu verbessern. Das ist leider ein Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen müssen. Ich bin Mecklenburg-Vorpommern und Ihnen, Frau Ministerin Drese, dankbar für die Initiative und für die Gelegenheit, in diesem Haus unsere Überlegungen, die Überlegungen des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, Ihnen vorstellen zu können. Die jüngst bekannt gewordenen Missbrauchsfälle von Lüchte, Bergisch Gladbach und zuletzt Münster halten uns das furchtbare Ausmaß der sexualisierten Gewalt gegen Kinder in Deutschland schmerzlich vor Augen. Dabei ist zu vermuten, dass diese Taten nur die Spitze des Eisbergs sind. Kinder erfahren durch sexualisierte Gewalt unermessliches Leid. Das müssen wir wirksamer als bisher bekämpfen. Dies gilt für die Politik, aber vor allen Dingen auch für alle anderen Bereiche, in denen es um das Wohl des Kindes geht. Die Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Bundesministerin Christine Lambrecht hat am Mittwoch, wir hörten bereits davon, die Vorschläge unseres Hauses zur Verbesserung des Schutzes von Kindern vor sexualisierter Gewalt vorgestellt, die unter anderem Verschärfungen im Sexualstrafrecht vorsehen. Wir wollen den Straftatbestand, meine Damen und Herren, des sexuellen Missbrauchs von Kindern begrifflich als sexualisierte Gewalt gegen Kinder fassen. Durch die Änderung der Begrifflichkeit soll das Unrecht der Tat angemessener beschrieben werden. Zugleich wollen wir den Strafrahmen deutlich anheben und das Delikt zum Verbrechen hochstufen, das heißt eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe vorsehen. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist schweres Unrecht. Das Strafmaß soll dem entsprechen. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit werden wir für Fälle einvernehmlicher sexueller Handlungen annähernd gleichaltriger Personen eine Regelung vorsehen, die es ermöglicht, von einer Strafverfolgung im Einzelfall abzusehen. Besonders verwerflich ist auch das Anbieten oder Versprechen eines Kindes für sexualisierte Gewalt bzw. das Verabreden zu einer solchen Tat. Auch dieser Straftatbestand soll grundsätzlich zu einem Verbrechen hochgestuft werden. Für das Vorzeigen pornografischer Inhalte soll, wie zuletzt beim Cybergrooming, eine Versuchsstrafbarkeit für die Fälle eingeführt werden, in denen der Täter entgegen seiner Vorstellung nicht auf ein Kind, sondern auf einen Erwachsenen einwirft. Denn diese Fälle sind ebenso strafwürdig. Zugleich erleichtern wir damit die Strafverfolgung. Der minderschwere Fall, meine sehr verehrten Damen und Herren, des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern soll abgeschafft werden, um sicherzustellen, dass sich das Unrecht der Tat stärker als bisher im Strafmaß widerspiegelt. Denn es gibt beim Missbrauch keinen minderschweren Fall. Auch die Strafrahmen der Straftatbestände der Kinderpornografie wollen wir, so wie vom Land Mecklenburg-Vorpommern vorgeschlagen, deutlich anheben. Zudem sollen sowohl das Verbreiten als auch der Besitz und die Besitzverschaffung als Verbrechen ausgestaltet werden. Denn hinter Kinderpornografie stehen in aller Regel sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Für fiktive, das heißt erkennbar künstliche Darstellungen von Kinderpornografie soll es aus Gründen der Verhältnismäßigkeit beim bisherigen Strafmaß bleiben. Mit den von uns vorgeschlagenen Regelungen reagieren wir entschlossen und mit größtmöglicher Härte auf Taten, die keine geringere Strafe verdienen. Zugleich nehmen wir bewusst die Fälle aus den geplanten Strafschärfungen aus, die keiner oder nur milderer Strafe bedürfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einer Verschärfung der straflichen Sanktionen ist es jedoch allein nicht getan.
Der Fokus darf sich nicht allein auf das Strafrecht verengen. Wir benötigen ein Gesamtpaket von Maßnahmen, um unsere Kinder besser zu schützen. Zunächst ist es uns wichtig, durch die Verankerung ausdrücklicher Kinderrechte im Grundgesetz klarzustellen, dass jegliches staatliches Handeln das Kindeswohl im Blick haben muss. Jedem Kind muss zugehört werden. Jeder Anhaltspunkt für eine Gefährdung eines Kindes muss ernst genommen werden. Außerdem wollen wir die Prävention weiter verbessern. Wir werden sicherstellen, dass Richterinnen und Richter an den Familiengerichten für ihre anspruchsvollen Aufgaben von Anfang an qualifiziert werden. Dazu werden wir eine Ergänzung des Gerichtsverfassungsgesetzes vorschlagen, mit der spezifische Qualifikationsvoraussetzungen eingeführt werden. Vergleichbares brauchen wir auch für Jugendrichterinnen und Jugendrichter sowie Jugendstaatsanwältinnen und Staatsanwälte, die in den Kinderschutzsachen mit den kindlichen Zeugen verständig und einfühlsam umgehen müssen. Fortbildung, meine Damen und Herren, ist unverzichtbar für die Bewältigung des Berufsalltags von Richterinnen und Richtern. Deshalb werden wir den Ländern, also Ihnen, einen Vorschlag unterbreiten, wie eine allgemeine Fortbildungspflicht in allen Landesrichtergesetzen noch besser sichtbar gemacht und durch eine Pflicht des Dienstherrn, die Fortbildung durch geeignete Maßnahmen zu fördern, flankiert werden kann. Darüber hinaus haben wir vor, die Vorschriften zur Kindesanhörung zu ergänzen. Denn es gilt sicherzustellen, dass in Kindschaftsverfahren grundsätzlich auch Kinder unter 14 Jahren angehört werden. Deshalb werden wir gesetzlich klarstellen, dass in Kindesschutzverfahren grundsätzlich eine Anhörungspflicht besteht. Außerdem soll das Gericht in allen Kindschaftsverfahren begründen, wenn es ausnahmsweise von einer solchen Anhörung des Kindes absieht. Um einen umfassenden Schutz von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten und den auskunftsberechtigten Behörden Zugang zu länger zurückliegenden Verurteilungen zu gewähren, werden wir die Fristen für die Aufnahme von besonders kinder- und jugendschutzrelevanten Verurteilungen in erweiterte Führungszeugnisse sowie die hierfür geltenden Tilgungsfristen im Bundeszentralregister verlängern. Schließlich werden wir die Anordnung von Untersuchungshaft in Fällen schwerer sexualisierter Gewalt erleichtern. Doch, meine Damen und Herren, all das kostet Geld und Personal. Ich setze darauf, dass Sie nicht nur die Strafverschärfungen unterstützen, sondern Ihre Landesjustizen entsprechend personell und finanziell ausstatten. Meine Damen und Herren, der Antrag, der heute vor uns liegt, zeigt mir, dass wir an einem gemeinsamen Strang ziehen. Ich finde, das ist wichtig. Lassen Sie uns bei diesem drängenden Vorhaben zusammenarbeiten, damit es uns in Zukunft besser gelingt, sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu verhindern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lange. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ebenfalls liegen keine Erklärungen zu Protokoll vor. Ich weise die Vorlagen unter den Punkten 69a, 69d und 21 jeweils dem Rechtsausschuss federführend sowie dem Ausschuss für Frauen und Jugend und dem Ausschuss für innere Angelegenheiten mitberatend zu. Die Vorlage unter Punkt 69b weise ich dem Rechtsausschuss federführend und dem Ausschuss für Frauen und Jugend mitberatend zu. Bleibt noch die Vorlage zu Punkt 69c, die ich dem Rechtsausschuss federführend und dem Ausschuss für innere Angelegenheiten mitberatend zuweise. Damit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt und rufe auf den nächsten Tagesordnungspunkt, Punkt Nummer 77, Gesetzentwurf zur Veröffentlichung von Informationen über Vermögen Verstorbener zugunsten unbekannter Erben, Antrag des Landes Niedersachsen. Es liegt hier eine Erklärung zu Protokoll von Frau Ministerin Ornée für Herrn Minister Hilbers aus Niedersachsen vor. Zur weiteren Beratung weise ich die Vorlage federführend dem Finanzausschuss, mitberatend dem Ausschuss für innere Angelegenheiten, dem Rechtsausschuss und dem Wirtschaftsausschuss zu. Damit beende ich diesen Tagesordnungspunkt und rufe den Tagesordnungspunkt 81 auf. Gesetzentwurf zur Änderung des Tiergesundheitsgesetzes, Antrag der Länder Rheinland-Pfalz, Sachsen, dem das Land Brandenburg beigetreten ist. Es liegen keine Wortmeldungen vor. Es liegt eine Erklärung zu Protokoll von Frau Staatsministerin Höfgen aus Rheinland-Pfalz vor.
Ausschussberatungen haben zu der Vorlage nicht stattgefunden. Es ist jedoch beantragt, bereits heute in der Sache zu entscheiden. Wer für sofortige Sachentscheidung ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist eine Mehrheit. Dann kommen wir zur Sachentscheidung. Wer dafür ist, den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim Deutschen Bundestag einzubringen, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist ebenfalls eine Mehrheit. Dann ist das so beschlossen. Wir sind übereingekommen, Frau Staatsministerin Ulrike Höfgen aus Rheinland-Pfalz zur Beauftragten zu bestellen. Damit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt und komme zum Tagesordnungspunkt.